Forse ist da, hallo! Hallo! Gut angekommen, schon eine Weile hier bei uns im Saarland. Genau, wir haben schon so ein bisschen Sound gecheckt auf der Bühne und auch gerade schon lecker gegessen. Und jetzt bin ich bei dir. Ist gut. Sag mal, ist noch gar nicht so lange her, ne? 6 Tage, nicht mal eine Woche, da darf man, glaube ich, noch alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Oh ja, ich werde echt nicht jünger. So, 33. 33, ja, ja. Komm. Gerade eben haben wir die ganze Zeit gequatscht über unsere Töchter. Ja. Mhm. Deine ist noch ein Tick älter als meine, 6,5. Genau. Schulkind, genau. Schulkind. Und gerade sagte mir, ich fühle mich so alt, wenn ich jetzt in der Schule echt alt. Körper fängt an rum zu zippern. Ach komm. Und, ja. Du siehst toll aus. Danke. Passt alles. Du siehst entspannt aus und so, als wird das rocken heute Abend. Extra nochmal geschminkt für heute. Hast du überhaupt Zeit, irgendwie bei dem ganzen Stress jetzt mit der neuen Platte überhaupt Geburtstag feiern zu können? Wie hast du gefeiert? An dem Tag habe ich wirklich, es war ganz komisch, eine Freundin von mir aus Frankreich war in der Stadt und sie sagte, wenn du jetzt feierst, bleibe ich noch ein Wochenende. Und dann habe ich eine Party organisiert. Eigentlich seitdem ich 10 bin, die erste Party meines Lebens. Und seit du 10 bist, die erste Party deines Lebens? Wirklich, ja, die erste Geburtstagsparty, meine ich. Und dann kamen echte 80 Leute und das war der letzte freie Tag, glaube ich, in diesem Jahr für mich. Ach, wirklich. Das ist ja super. So gefühlt. Jetzt habe ich gar kein Geschenk für dich, obwohl das größte Geschenk hast du ja eigentlich selber gemacht. Kriegst du erst noch am 8. März neue Platte. Genau, da bin ich auch schon so ein bisschen aufgeregt. Krass. So wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Aber eigentlich müsstest du doch total locker sein. Das wird ein Erfolg. Ich meine, du bist der Sohn hier. Ja, also, ach, aber so Erfolg hin und her, darum geht es mir nicht. Aber es ist schon jetzt langsam interessant, was die Leute sagen. Und es hat eben noch keiner gehört. Heute Abend ist schon so, dass die Leute, die jetzt heute Abend da sind, wirklich mit die Ersten sein werden, die noch ein paar mehr Songs bekommen, außer Schönste Zeit eben. Ja. Und wir probieren das heute direkt ein bisschen an den Leuten aus. Dann wollen wir gleich mal gucken, also von wegen an den Leuten ausprobieren. Wir haben, glaube ich, noch 4 Plätze frei. Ja? Die hauen wir jetzt raus. Und 2, würde ich sagen, schenken wir Victoria Baltes in Saarbrücken. Hallo, Victoria! Oh, das. Hallo! Gut. Mach langsam, nicht, dass das noch ein Herzkasper wird bis heute Abend. Ach, das ist ja süß. Du hast ja gerade geschrieben wie Karate Kid. Wie Karate Baby eigentlich eher. Ganz hoch. Herzlichen Glückwunsch, Victoria. Ach, danke schön, danke. Heute Abend live bei Bosse mit dabei. Ja? Ich freue mich so. Ich freue mich auch. Darfst natürlich noch jemanden mitbringen und weil ich gesagt habe, es sind 4 Tickets, komm, dann hauen wir nochmal 2 raus. Wer ist noch in der Leitung und hat seinen Namen noch nicht gehört? Hallo? Mama. Hallo? Wer ist noch da? Hallo? Mama. Hallo? Hallo? Oh nein, da war das Kind dran und hallo? Hat Mama gesagt. Ja, da, guck mal, ich höre. Wer ist denn da? Hallo? Ja, ich meine Sie. Oliver Hermes. Oliver Hermes aus? Aus Beerus. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Super, danke. Ja, wunderbar. Auch endlich Oliver, ist, endlich sehen wir uns. Auch Oliver ist mit dabei. Und Victoria natürlich, wenn sie das bis heute Abend durchhält. Oh Gott. Super. Ist ja ein Durcheinander bei euch. Viel Spaß. Schön ist das. Ja, das ist doch lustig, oder? Ja. Das SR1-Land lebt. Und Victoria und Oliver sind mit dabei. Bis heute Abend. Macht's gut. Tschüss, okay, bis gleich. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss. Die Zeit läuft. Kinder, wie die Zeit vergeht. Noch 3 Stunden, 40 Minuten und 12 Sekunden sind wir Papst. Dass der Papst zurücktritt, betrifft dich das? Berührt dich das? Bewegt dich das? Oder ist das irgendwas, wo du sagst, na, ist jetzt nicht so meins? Also wenn ich ganz ehrlich bin, das juckt mich echt nicht. Nee, nö. Gar nicht. Nee. Irgendwie weil nicht. Du protestantisch bist oder einfach weil du sagst, ich habe da mit der Kirche und so nichts am Hut? Eigentlich. Ja, genau. Also alles das. Alles das. Also ich bin einfach gar nicht so religiös und ich war jetzt noch nie so Ultra-Papst-Fan. Ich würde mir einfach jetzt echt mal, und das ist ja ganz, ganz schwierig in dem Verein, ich würde mir einfach einen jungen Papst wünschen. Und ich würde mir ganz, ganz viel Offenheit wünschen und friedliche Ansichten und alles das. Was heißt denn jung, wenn du schon sagst, du fühlst dich mit 33 alt? Der müsste jetzt so 18 sein. Oder 18. Nee, Quatsch, nein, nein. Aber ja, guck, also ich finde es völlig in Ordnung, dass er zurücktritt und das ist ja wirklich dann einfach aus gesundheitlichen und alterstechnischen Gründen. Und ja, er hat es auch verdient, sich jetzt zur Ruhe zu setzen. Ist doch gut. Sagen auch viele SR1-Hörer, weil ich gemeint habe, was wünscht ihr dem Papst hier jetzt für die Rente? Und viele sagen, Ruhe. Ja, das Ruhe, auf jeden Fall. Ja, heute Abend wird es alles andere als ruhig, das kann ich schon mal sagen, bei SR1 Unplugged. Du bist ja eigentlich prädestiniert für so ein Projekt wie die Jungen Wilden, was genau genommen ja eigentlich kein Projekt mehr ist, sondern einfach Fakt und eine tolle Nachwuchsgeschichte. Früh angefangen selbst, ne? mit 17 in einer Schülerband und direkt erfolgreich. Ja, also auf jeden Fall so anfänglich erfolgreich und danach auch ganz schnell wieder aufgelöst. Ja, aber genau. Ihr habt in die Charts geschafft. Das stimmt. Ja, ja. Und das war herrlich. Also das war so die Spätpubertät und mit den ersten 7 Songs, das ging alles viel zu schnell natürlich, aber dann gleich so einen dicken Vertrag damals bei der Sony und dann nach Berlin gezogen und so. Ne? Ja, er hat auch dicke Hose gemacht, aber das, ich meine, da muss man sich auch erstmal im Griff haben. Wenn du jetzt so Land auf, Land ab so erfolgreich Deutschland bereist, wie sieht's um den Nachwuchs aus?
Ich finde, es gibt echt so tolle Bands. Also Leslie Clio zum Beispiel ist ja auch eine von denen, die gestern bei euch war. Die war so Granate gestern. Guck mal, ja. Gladys ist hier ihr erstes Album und ich kenne die auch schon ziemlich lange. Die hat auch schon ein paar Mal vor mir gespielt. Die hat sehr geschwärmt von dir übrigens, ja. Ja. Weißt sogar noch, was sie anhatte, als sie bei dir im Vorburg war. Weil es ihr allererstes Konzert war. Ja. Und das ist aber einfach, und sie ist nicht die Einzige. Es gibt so viele tolle Kapellen und so viel auch noch jüngere Leute, die mit 14, 15 schon anfangen, echt gut zu sein. Und ich schreibe ja ganz gerne auch mal für andere Leute und produziere auch ganz gerne. Und da weiß ich ziemlich viel über den Nachwuchs und den gibt es auf jeden Fall. Ich freue mich auch wieder, weil wir eine tolle Mischung auch wieder, finde ich, getroffen haben für heute, für den Abend mit drei super Künstlern, mit der saarländischen Nachwuchsband aus Merzig, mit Sexy, mit Käthe dann auch noch als nationalen Newcomer und Bosse als großen Headliner. Was für eine Instrumentierung habt ihr heute Abend so geplant auf der Bühne? Also wir haben ja auch auf den letzten Alben immer schon so Unplugged-Teile gehabt. Gibt es ein Deluxe-Album, gibt es eine extra CD so Unplugged und ich versuche dann immer eigentlich so dicht am Songwriting-Prozess zu sein. Das heißt, so wie ich die Nummern geschrieben habe, so werden die am Ende dann auch aufgeführt. Ziemlich spröde, mit meiner Gitarre, mit dem Klavier, mit einer zweiten Gitarre und noch mit einem tollen Cello. Und wir werden ziemlich ruhig sein und schauen wir mal, wie das wird. Das wird Hammer. Ich habe ja schon Gänsehaut allein von mir erzählt. Das wird toll. Und das Schöne ist ja für alle, die jetzt heute Abend keine Tickets gewonnen haben, gibt es leider Gottes natürlich auch sehr, sehr viele, demnächst dann bei SR1 Live das Konzert auch dann, das Best-of. Viel, viel Spaß heute. Vielen Dank. Bei uns, wir sehen uns nachher noch. Heute Abend SR1 Unplugged mit Bosse. Danke dir. Bis gleich. Mach's gut. Danke. Tschüss.